Leute, heute gibt es mal wieder ein Umziehvideo mit der kleinen Maus. Ich genieße es nämlich gerade auf meiner neuen Matte. Ja, nicht mehr so lang neu, aber genau. Ziehen die Kleine um. Sie bekommt ein Strampli an. So, Umziehmaus. Es ist schön, wenn sie so wackeln. Genau, ihr habt bestimmt im Hintergrund schon etwas gesehen. So ein bisschen halt. Das erkläre ich euch gerade noch, das habe ich nämlich erst genäht und ja, sie kriegt jetzt an diesen Body, diesen, ich sage mal eher Dreiviertels Body, Größe 50 Pfund Kick, das war bei dem Set dabei. Ich liebe das Outfit mit den Bündchen und den offenen Füßen. Sie kriegt so Kuschelsöckchen an. Genau, ich wollte noch eine neue Windel anziehen. Da ist ein Löwe drauf. Falsche Größe. Ja, das ist Größe 1, das passt nicht so gut. Okay. Ja. Das, wir ziehen die Kleine. Ich ziehe jetzt die Kleine hier um. Die kleine Emma. Ich ziehe die süßen Söckchen an. Viel zu groß. Breiten, schöne Kuschelsöckchen. Man kann das gar nicht so gut sehen, ne? Naja. Guck mal, wie lang die sind. Gehen bis oben hin. Egal. Soll mal den Studier ausmachen? Soll ich euch mal anlachen? Das funktioniert nicht nämlich immer. Zu schön. Genau, Body an. Ich bin heute schon ganz fertig von der Arbeit, aber nicht so schlimm, haben wir Freitag. So. Das kommt aber ab. Das passt nicht zu dem Outfit dazu, ne? Mausi. Nein, nein, nein. So. Weg damit. Jetzt kommt der schöne Strampli um. Oh, den muss man komplett über den Kopf anziehen. Ich weiß nicht, wobei. Der hat ja auch, der ist ja auch so gemacht. So rein und dann hat man nochmal eingenäht. Witzig, da sieht man das eigentlich mal, dass sie das auch einfach nur so machen. Wenn man sich mal mit befasst, den Hit, das ist interessant. Thank you.
Ein bisschen zu groß. Und das hier rummachen. Ich finde den Strand hier wegen den Bonbons auch ganz niedlich. Der hat eine ganz hübsche Farbe. Mir gefällt die Farbe. Okay, ob eine Farbe hübsch ist, ist ja relativ. Sie muss halt denjenigen gefallen. Fertig sind wir. Maus ist angezogen. Jetzt zeige ich euch noch unser, was ich gemacht habe. So sieht die Kleine erstmal aus. Ne? Und so sieht das jetzt hier aus. Und zwar, ich habe dieses Ding hier genäht und habe das hier so an so zwei, Gott, wie mache ich das? So zwei Pfropfen festgemacht da und da. Und ich habe noch zwei, also ich wollte es erst mit drei befestigen, aber irgendwie sah das komisch aus. Genau, und dann habe ich die zwei so hingehangen. Da habe ich jetzt, das sind so die früheren Schulterketten. Vielleicht habe ich mal echte, dann kann ich die da hinhängen. Genau, das habe ich jedenfalls genäht, das ist mit so Fächern. Und dann so extra die Sachen reinstellen. Gut, ihr seht das gar nicht. Oh Mann, jetzt mal das rein. Da ist das drin und da ist das Saugding drin. Ich weiß es nicht, wie viel ich da reinmachen kann. Ja, ich finde, das sieht ganz dekorativ schön aus und passt perfekt zu meiner Unterlage. Ja, mal schauen, was ich noch alles für meinen Wickelplatz hier basteln werde. Hoch. Genau. Ich hoffe, euch hat das kurze Video heute Abend gefallen. Ja, und schreibt mir sonst einfach, was ihr gerne sehen wollt, was ich euch zeigen soll. Dann versuche ich das zu machen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Wobei, ich zeige euch noch etwas. Kleinen Moment. Stecken jetzt schon hier wieder rein. Seht ihr das? Oh nein, ihr habt es kaum gesehen. Okay. Dann sagen wir zwei Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Ja, ich sehe sie nicht. Tschüssi.